Meine Ausbildung hat begonnen und ab jetzt bedeutet es, jeden Tag um 4 Uhr aufzustehen. Und dass das einiges zeitlich ändern wird, muss ich denke ich nicht erwähnen. Bedeutet, wir werden statt Montag, Freitag, Samstag und Sonntag ab 20 Uhr zu streamen immer schon 18 Uhr anfangen. Und auch nicht bis 0 Uhr streamen, sondern nur bis 22 Uhr. Also jeden Montag, Freitag, Samstag und Sonntag bin ich ab 18 Uhr 4 Stunden live auf Twitch. Dazu gibt es auf diesem Channel hier jetzt immer mal wieder einen Motorvlog, wo wir geile Dinge in Real Life erleben oder einfach nur durch Berlin fahren und irgendeine Scheiße bauen. Schaut da gerne mal rein, ist ein sehr, sehr geiles und lang ersehntes Projekt von mir, kann ich nur empfehlen. Damit die YouTube-Zuschauer hier nicht vereinsamen, wird es erstmal täglich auf diesem Channel hier die alten Livestreams als Upload geben. Das wird so lange anhalten, bis wir auf dem neuesten Stand der Livestreams sind und dann wird es dort alle 2 Tage den neuen Livestream auf YouTube als Upload geben, damit ihr euch den hier angucken könnt. Alles ist in der Beschreibung sowie auf meinem Channel oder in der Kanalbeschreibung verlinkt. Schaut gerne vorbei, wenn es euch interessiert. Und jetzt zum Video. Viele haben sehnsüchtig darauf gewartet, die World Tour ist endlich da. Und heute zeige ich euch alle Bauwerke von oben bis unten und ihr bekommt endlich einen Einblick auf meine Statistiken. Aber ich würde sagen, rein in das Video, viel Spaß. Schaut gerne noch auf meinem Discord-Server oder auf Social Media vorbei. Also Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video, zu einem lang ersehnten Video von, glaube ich, der gesamten Masse, die dieses Let's Play wirklich aktiv verfolgt. Ich habe tausende Fragen gefühlt bekommen, egal ob es im Stream-Chat, auf meinem Discord oder in Kommentaren war. Valation, machst du einen World-Download? Zeigst du deine Statistiken? Wie viele Tage bist du auf der Welt? Und kannst du mal eine World-Tour machen? Und alle 50 Folgen hier auf YouTube, da betone ich das nochmal, gibt es das auch. Wir werden alle 50 Folgen ein Update machen. Bedeutet, bei Folge 250 wird es das nächste geben. Ich möchte nochmal betonen, ich werde nochmal alle Dinge heute zeigen, die ich im letzten Video bei Folge, was, 150 oder 100, ich bin mir gar nicht sicher, die ich da auch schon gezeigt habe, werde ich nochmal zeigen, einfach damit wir ein wirkliches Update haben, auch wenn sich an manchen Stellen vielleicht nichts geändert hat. Wobei ich der Meinung bin, dass sich überall was geändert hat. Also es gibt, glaube ich, keinen Platz, wo sich nichts geändert hat. Ich habe ja vor ein paar Folgen schon gezeigt gehabt, was wir durch AFK stehen zusammenbekommen haben. Hier werde ich aber heute nochmal die Bauwerke zeigen, wir nochmal alles genauer erläutern, genauer zeigen und, ja. Aber damals dachte ich, dass es richtig ist und hab einen Zombie-Spawner ausgebaut, den seht ihr dort hinten. Das sollte alles ein bisschen verwuchert wirken. Ich weiß gar nicht, warum ich das so schön gemacht habe, weil es ist halt legitim nichts. Es war die allererste Farm, es war halt ein Zombie-Spawner. Und ich dachte so, yo, Bruder, ich werde hier mega viel AFK stehen. Da habe ich auch noch kleiner gedacht, mit nur einer Doppelkiste und so. Da war das Projekt in meinem Kopf eher so ein, yo, ich bin Valation und mache ein kleines Singleplayer-Let's Play, aber will nicht wirklich was Großes machen. Hat sich ja dezent verändert, würde ich sagen. Gibt es den Spawner überhaupt noch? Ja, den Spawner gibt es. Ey! Ja, der Spawner existiert wirklich noch. Funktioniert auch noch, die Farm. Das war Farm Nummer 1. Hiermit hat der ganze Wahn um jegliche anderen Dinge, die danach gekommen sind, eigentlich begonnen, wenn du so willst. So, und von hier aus fliegen wir direkt im Spawn-Trunk. Also ich bin tatsächlich damals, glaube ich, in der ersten Folge genau hier gewesen. Und ich hatte direkt da einen Spawner, da hinten. Und ebenfalls haben wir hier einen Spawner. Sehr, sehr krassen Spinnen-Spawner. Der hat mir sehr, sehr weitergeholfen und hat sich auch, glaube ich, in der vergangenen Zeit verändert, da ich einmal für das Schneekugel-Projekt jede Menge Fäden brauchte. Hat sich jetzt auch erledigt. Warum? Werdet ihr aber erst in kommenden Folgen sehen. Aber so oder so, ja, seht ihr, es war halt wirklich, ich habe an keine Großprojekte gedacht damals. Es war eher so ein, jo, wir bauen mal und gucken mal, wo es uns hinverleitet. Etwas später, als ich dann meinen Bauplatz gefunden habe, wo auch der Plan immer noch steht, dass hier ein riesiger Hafen mit einer riesigen Stadt hinkommt, habe ich damals hier einen Hafen hingezimmert. Der gefällt mir bis heute auch echt gut. Ist vielleicht ein bisschen klein gebaut für meine Verhältnisse. Ich bin ja so ein überdimensionaler Mensch. Aber ich glaube, wenn man das hier ordentlich ausdetailliert, das zum Leben bringt und nochmal, ja, ordentlich weiterbaut in irgendeiner Zukunft, in der der Amber Pillars steht und andere Bauprojekte auch schon fertig sind, dann könnte das echt geil werden. So, dann haben wir hier einen Fahrstuhl, der führt nach oben, da können wir gleich mal hin. Und hier ist das Haupt-Nether-Portal, da gehen wir später aber erst durch. So, wenn wir einmal den Fahrstuhl hochgehen, haben wir hier das allererste Haus, 2 Gräber, und eine abgerissene Bambusfarm, die damals auch noch stand, die jetzt nicht mehr steht, weil sie mir einfach nicht mehr gefallen hat. Und hier haben wir das allererst gebaute Haus, was auch nie fertig geworden ist. Vielleicht bauen wir hier nur irgendwann nochmal, vielleicht nicht, ich weiß es auch nicht, aber auch an diesem Haus erkennt man Bruder. Damals habe ich echt nicht groß gedacht. Ich habe so gedacht, jo, wir bauen hier ein paar kleine Sachen und dann sehen wir mal weiter. Aber, ja, ich bin Valation. Digga, hier ist noch eine alte Checkliste einfach. Großer Baum, Friedhof.
Automatisches Lager, ey, da sind wir dran, da sind wir no joke dran. Untergrundstadt haben wir noch nicht, Hafen haben wir noch nicht. Untergrundautomatische Farmen, die haben wir. Unterwassertempel haben wir nicht. Digga, wir haben nichts davon gefühlt. Da hatte ich, glaube ich, nicht meine Lytra, als wir das angefangen haben zu bauen. War auch ein bisschen begrenzt von der Höhe her, weil wir auf maximaler Bauhöhe sind. Und hier haben wir einmal von Pilzi, in Gedanken an Pilzi und vom Wuffi, die Gräber, weil die beide gestorben sind, als ich sie in der Folge mal ganz lang transportiert habe. Wir sind schon da, Pilzi. Wir sind schon hier. Da oben. Da oben siehst du es. Nein, Wuffi! Wuffi! Nein! Nein! Warum? Warum? So, hier unten gibt es auch eine Hühnerfarm, tatsächlich. Die hat auch mal ordentlich funktioniert und das war auch alles mal schön. Habe ich aber im Nachhinein irgendwie abgerissen. Weil hier kann man tatsächlich sehen, dass ich da angefangen habe, größer zu denken. Ich habe größere Räume gebaut mit mehr Hühnern. Und auch hier kann man sehen, dass der Größenwahn dann irgendwann zugeschlagen hat. Als ich dachte, yo, Villager können Eier traden für Emeralds. Fragt mich nicht, warum ich das dachte. Ging niemals, also hat nie funktioniert. Aber trotzdem habe ich, ja, ein paar Eier. Die gesamten Double Chests sind voll mit Eier. Ich weiß nicht, wofür wir die haben oder warum wir die haben, aber wir haben auf jeden Fall genug Eier für jegliche Partien unseres Lebens. So, und machen wir mal an dem Main-Bauspot weiter, denn wenn wir hier vom Hafen einmal weggehen, sieht man auch hier direkt, dass ich ja angefangen habe, größer zu denken, ein automatischer Ofen, ein Lagersystem, whatever. Und auch hier ging das weiter. Der Hafen soll sich auch in Zukunft noch über dieses gesamte Gebiet hier erstrecken. Das soll hier bis nach dort hinten weitergehen. Und hier habe ich angefangen mit einem unfassbaren Großprojekt, womit ich auch in Zukunft noch weitermachen werde. Der Plan war 1,5 Millionen, oder ja, es sind jetzt schon 1,5 Millionen Blöcke ausgehoben, aber der Plan war, ein 16x16 ein Chunkfeld auszuheben, beziehungsweise einen Main-Raum als Kuppel und dann gehen da vier Strukturen von weg, vier Wege, Riesenwege und dort kommen dann überall Farmen rein, das nennt sich Farming Area, so habe ich das damals genannt und das werde ich auch irgendwann nach dem Emerpillis noch fertig bauen. Wie gesagt, der Plan war es an einem Punkt zu stehen und alle Farmen drumrum zu laden, heißt man würde sich hier in die Mitte des Ganzen stellen und dann würden drumrum in den 16 Chunks alle Farmen laden und alles würde durchlaufen. Leider bin ich von dem Projekt Plan, auch wenn ich hier unheimlich viel Zeit investiert habe, wie man glaube ich sieht, also Bruder, die Aushebungsarbeiten, die hier schon reingeflossen sind, sind krank. Ich bin davon ein bisschen weggekommen, da ich zwischendrin immer irgendwelche anderen Farmen hier reingebaut habe, die halt am Ende wieder abgerissen werden. Zum Beispiel hier so One-Tick-Farmen und hier hinten haben wir noch eine uralte Baumfarm, die könnte man auch mal abreißen. So wie Slime-Farm, Bienenwabenfarm, Bienenfarm an sich. Unfassbar viel und das wird halt am Ende alles abgerissen. Beziehungsweise wäre der Plan, hier ein ultimatives Design reinzubauen. Also no joke, ich habe vor, dass hier Fichtenholz so einen Untergang langläuft und du dann hier auch langlaufen kannst. Und in den Wänden werden überall Glasscheiben sein mit Strukturen, wo es dann hunderte Blöcke nach hinten geht, bis oder so weit wie wir halt kommen, wo halt dann die Farmen laufen werden. Wie gesagt, ich glaube, wir haben über 1,5 Millionen Blöcke hier insgesamt mittlerweile ausgehoben. Ich glaube, in Zukunft werde ich es aber eher mit TNT-Dubern machen, anstatt per Hand. Ja, dann haben wir hier noch eine kleine Melonenfarm. Hier nochmal so Kakaobons, falls wir die in irgendeiner Art und Weise brauchen. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt direkt erstmal durchs Nether-Portal gehen und mal gucken, was auf der anderen Seite des Nether-Portals auf uns wartet. Denn wenn wir hier einmal uns durch das Haupt-Nether-Portal fertig machen, seht ihr schon, wo wir rauskommen. Und zwar an der Goldfarm. Irgendwie traurig, dass dieses Projekt viel heftiger ist als das, wo wir gerade eben waren, lul. Ich denke mal, die meisten von euch werden dieses Projekt miterlebt haben und werden hier dabei gewesen sein, als wir das gebaut haben. Das ist eine unfassbare OP-Goldfarm. Von dieser Goldfarm habe ich auch meine 2718 Level sowie doppelkistenweise Gold, was wir auch definitiv benötigen. Auch die kann ich euch einmal von innen zeigen, Bruder. Es ist halt ein Meisterwerk. Was soll ich euch sagen? Es ist wirklich, Digga. Es ist einfach ein pures Meisterwerk und hier sind auch die Kisten, naja, plus minus volles Geld. Hier ist alles voll mit verrottetem Fleisch, auch einmal um das von hier oben zu zeigen. Man stellt sich im Prinzip hier oben hin, drückt den Hebel, jagt einmal hier so ein Schweinezombie ran und dann sterben die von alleine, die Level werden zu dir hochkatapultiert und der Stuff wird hier unten raussortiert von diesen wunderschönen Minecarts. Die bringen das dann zu einem Dropper, der Dropper schießt das nach unten und weil man ja kein Wasser im Nether setzen kann, wird das dann von der Redstone Clock hier hin und her gekickt. Jeder Block, den ihr hier seht, ist spawnproof. Wir können keine Mobs spawnen, theoretisch. Problem ist, irgendwie schaffen die es trotzdem immer und verteilen sich dann hier drumrum. Ich weiß nicht, was da los ist.
los ist, fragt mich nicht. Zu Goldfarm gibt es auch direkt noch einen zweiten Punkt zu zeigen, denn wir haben einmal auf der anderen Seite der Welt ein weiteres Gold-Nugget-Lagersystem, was ich jetzt letztens erst ausgeleert habe, weil wir können es mal hinlegen. Denn hier werden alle Gold-Nuggets hingebracht, die die Goldfarm produziert, damit man sie am Ende zusammencraften kann, auch über ein sehr schlaues System. Denn du kannst hier einfach den Knopf drücken und jetzt geht das Wasser, was ihr dort seht, ja, jetzt ist es reingegangen, hat man es gesehen, ich hoffe. Und da kannst du es auch rausdrücken, damit es angeht. So, und wenn es an ist, kannst du hier runtergehen. Und beispielsweise all die Kisten, die ihr hier seht, sind voll, okay? Dann kannst du einfach hingehen und die alle einmal abbauen. Einmal abbauen, dann droppt alles runter, geht hier hin und fliegt dann da unten, wenn du die untere Etage zuerst gemacht hast, fliegt das ganz unten einmal durch. Wenn wir jetzt einmal nach ganz unten durchgehen, werdet ihr hier unten sehen, dass das dann hier liegt. Und hier können wir es dann einfach zu Gold-Ingots craften, also die Gold-Nuggets zu Gold-Ingots und die Gold-Ingots dann zu Gold-Blöcken. Und das habe ich schon sehr, sehr oft gemacht, weil dieses Lagersystem viel zu schnell voll wird. Ich habe das damals extra konzipiert, dass man wirklich Stunden über Stunden AFK stehen kann, aber ich glaube 20 Stunden, 30 Stunden und das Lagersystem hier ist voll und dann hast du irgendwie 2,5 Doppelkisten, glaube ich, an Gold-Blöcken. Es ist wirklich, es ist heftig. Aber genug dazu, würde ich mal sagen, dass wir uns als nächstes zur Villager Trading Hall machen, die auch direkt, die ist eigentlich direkt unter diesem Goldfarmlager, was ihr gerade gesehen habt. Und das ist einer der, oder das ist das, ich glaube, das ist das erste Großprojekt, was wir gebaut haben. 304 Villager einsortiert, nach Kategorien sortiert, leider nach Trades nicht sortiert, aber nach Kategorien sortiert, dass man zu jeder Zeit mit denen traden kann. Und die traden auch wirklich alles. Man kann diese ebenfalls, wenn man hier zum Beispiel das macht, und dann ist da ein Zombie eingesperrt, der kommt jetzt her, der ist jetzt auf mich fokussiert. Aber wenn wir jetzt einmal weiter weggehen und gleich wiederkommen, werdet ihr sehen, dass der zombifiziert worden ist. Zombifizieren bringt ja echt viel. Beispielsweise kann man dann für ein verrottetes Fleisch ein Emerald bekommen. Da, der ist jetzt zombifiziert, na toll. Jetzt muss ich den auch entzombifizieren. So, Atze, komm her. Dann haben wir hier immer Trank der Schwäche und Golden Apple. Und die sind eigentlich in den ganzen Fässern, die hier rumstehen, immer zu haben. Leider ist es mittlerweile leer, weil ich es schon so viel genutzt habe. Ah, doch, doch. Manche Tränke der Schwäche sind noch da. So, der Atze ist jetzt zombifiziert. Dann mache ich so. Zack. Und dann so. Und jetzt wird er entzombifiziert mit der Zeit. Auch zu dieser Farm gibt es einmal hier oben eine Villager-Produktionsstation. Die ist momentan aus. Also die habe ich ausgeschalten, weil es wäre dumm, wenn die jetzt durchgehen, weiter Villager produziert. Die brauchen wir auch nicht. Aber wenn wir einmal hier hochfliegen, so, und dann hier durch... Ja, perfekt, Alter. Das war super. Haben wir hier vorne 4 Villager-Breeder. Hier kannst du die züchten und die Villager, die Mini-Villager, laufen dann von ganz alleine hier rein, gehen hier runter, kommen hierher oder Ich weiß gar nicht, ob die von ganz alleine hinlaufen oder ob man sie reinschieben muss. Aber die gehen dann hier runter, fallen dann hier rein und hier werden sie aufbewahrt. Wenn ich dann hier die ganzen Villager drin habe, kann ich einmal hier diese Dinger öffnen. Und ihr seht, da ist ein Wassersystem. Dann drückt man nämlich, ich glaube, wo war der Knopf? Hier. Drückt man auf diesen Knopf und das Wasser wird rausgespittet. Und dann werden alle Villager hier hingedrückt und fallen hier runter. Mach mal kurz das Wasser wieder rein. Hier kann man dann runtergehen. Warte, wir machen das mal wieder zu, bevor hier irgendein Villager sich noch auf die vage Reise begibt und hier runterkommt. Und dann werden die einmal nach hier geschleust, nach hier. Und stehen dann dort unten zur Verfügung für uns, um die abzutransportieren. Und via diesem Schienensystem kann ich sie nach hier unten bringen. Kann ihnen dann hier einen Job geben über die Items, die hier drin sind. Und mit dem Job, ja, kann ich mit ihnen dann traden, wenn du so willst. Also er kriegt dann beispielsweise den Job und dann gebe ich ihm einen Trade und schicke ihn dann weg. Villager wegschicken, Villager holen. Dann drücke ich auf den Knopf, der fließt hier lang. Und wenn beispielsweise hier ein Villager tot ist, erkennt der Beobachter das, gibt ein Signal weiter. Und dann wird er hier direkt, weil er gegen einen Block fährt, ist es glaube ich, weil er gegen einen Block fährt, wird er hier einsortiert und fällt direkt hier runter hier rein. Aber das ist wirklich ein sehr, 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 sehr wildes System. Und auch hier gibt es eine zweite Etage. Weil wie ihr seht, das sind ja jetzt nicht alle Kategorien von Villager. Ich glaube, jeder Villager hat 21, also jede Kategorie von Villagern hat 21 Villager und hier unten geht es dann weiter. Auch natürlich alles wunderschön ausdesignt. Und für den Fall, dass man zum Beispiel nicht mehr genug Zeug hat zum Brauen oder nicht mehr genug Schwächetränke, gibt es dann hier einmal, geheim natürlich, einen Vollschacht. Und hier unten geht es dann zu Brauständen. Bei diesen Brauständen findet man auch direkt alles, was man braucht zum Brauen. Und könnte hier zum Beispiel Tränke der Schwäche brauen. Ist jetzt nicht so Besonderes. So, dann würde ich sagen, ist der nächste Step, ja, das, warum wir momentan den großen Struggle haben. Das Projekt, wo wir seit über 10 Monaten, ich möchte es nochmal erwähnen, seit über 10 Monaten dran sitzen, dass wir den gesamten Stuff dafür
irgendwie ranholen können, dass sie den gesamten Stuff irgendwie produzieren können. Und zwar das Amber Palace Projekt. Das krasseste, was bisher in dem Projekt passiert ist, ich würde nicht sagen, das krasseste, was jemals passiert, weil ich habe nach dem Amber Palace Projekt ein Projekt geplant, was das definitiv mehr als übertrumpfen wird. Also no joke, das wird wirklich krank. Aber auch der Amber Palace ist ein unfassbar heftiges Projekt. Ich habe hier damals auch alle Berge per Hand abgetragen. Das möchte ich nochmal erwähnen. Alle Berge, diese gesamte Plattform, hier standen wirklich vorher. Digga, hier standen mal richtig fette Berge. Ich kann hier mal kurz eine Backside-Sicht einblenden. Hier war wirklich alles voll, Digga. Alles voll mit Bergen. Das habe ich alles per Hand abgetragen und den Stuff in Kisten aufbewahrt, weil ich wusste, dass wir ihn definitiv noch brauchen werden. Und das werden wir auch, auf jeden Fall noch. Ja, aber das ist ein unfassbar insanes Projekt. Und hier haben wir auch vor Ort die Schilderwall. Denn Leute, die in meinem Livestream chillen und da Kanalpunkte earnen, können sich einmal ein Schild kaufen und kommen dann an die Schilderwand. Die hat sich in letzter Zeit auch sehr, sehr gefüllt, seitdem wir die gebaut haben. Hier an die ganze Stream-Zuschauer einmal Shoutouts. Es ist so krank. Ich hoffe, dass diese Wall irgendwann voll wird und wir werden alle Schilder, das wird dann eine mühsame Arbeit, aber wir werden alle Schilder, die da sind, in den Eingangsbereich des Amber Palace übertragen, beziehungsweise seht ihr hier ist der Eingang und dann kommt man im Prinzip hier reingelaufen und hat dann so Treppen, die so an der Seite hochführen. Da kann ich hier jetzt auch mal kurz eine Kamerafahrt einblenden oder eine kurze Sache, wo ich es zeige, denn da werden Treppen hochführen und hier kann man runter in den Keller und der Keller wird, denke ich, so riesig, dass wir da eine riesige Schilderwand hinbauen können, die dann dieses wunderschöne Ding dort dieses wunderschöne Schnurrbart-Ding ersetzt. Auch beim Amber Palace haben wir hier unten eine Farm gebaut, denn ich werde ja hier in Zukunft wahrscheinlich noch mehrere Stunden verbringen und das habe ich mir zu Nutzen gemacht und hier unten halt, ja, dass während der Zeit, die ich hier verbringe, auch Stuff produziert wird und Stuff erfarmt wird. Es ist halt wirklich nur eine kleine Farm für nebenbei. Versteht ihr, wie ich meine? Dass man den Stuff hat, wenn man ihn braucht. Ich weiß zwar nicht, warum wir Bambus oder Zuckerrohr oder Kakteen jetzt groß gebrauchen könnten. Wir haben es, okay, wir haben es und gut ist. Auch von außen ist das, by the way, natürlich alles mit dem Lieblingsblock, wie alle ihn nennen von mir, mit dem Diorit-Block gebaut worden und alles ordentlich schön designt worden. Diese gerade Plattform, die ihr gesehen habt, ist von außen geterraformt. Digga, das hätte selbst ich jetzt gerade fast vergessen. Ne, das macht nicht jeder. Ich glaube, viele scheißen da manchmal drauf, aber ich bin nicht so ein Typ. Außenrum ist alles natürlich geterraformt. Ich würde fast sagen, sogar perfekt geterraformt. Also man sieht schwer, wenn da Bäume wären und so, sieht man wirklich sehr, sehr schwer, dass es überhaupt geterraformt ist. Darum habe ich mich damals auch noch mehrere Stunden gekümmert, weil mich das sonst einfach abgefuckt hätte, auch hier. Digga, es ist alles ordentlich clean rangeterraformt. Das war früher war das hier alles ein See. Wartet, wir können hier mal durchgehen, um das mal zu veranschaulichen. Für die Leute, die wirklich sich den Prozess auf YouTube nicht angeguckt haben, ich kann das auch nur empfehlen, wenn ihr die alten Videos nicht kennt, zieht euch die rein. Das wird alles komplett durchgeterraformt. Ein mehr als unfassbar heftiges Projekt. So, dann gehen wir mal wieder in Nether und gehen mal zur nächsten Besichtigungsstelle. Wir sind vielleicht gerade bei 10%. Ja, moin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur Creeper Farm. Zeige ich euch mal als nächstes, wenn man von dort aus wegfliegt. In diese Richtung sieht man an sich hier sehr viele Nether-Portale. Da hinten auch eins und da hinten ist noch eins, die zu verschiedensten Orten führen. Wir haben dann sogar dort hinten noch ein Nether-Portal und auf der anderen Seite auch noch. Aber das seht ihr ja alles jetzt gleich. Ich habe hier eine Creeper-Farm damals gebaut. Auch, glaube ich, die... Ich glaube, das war die zweite Farm oder war es sogar die erste? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall einer der ersten Farmen, wo ich auch mit Design etc. gearbeitet habe und mir auch ein Ding draus gemacht hat, dass es halt geil wird, wisst ihr? Und hier seht ihr auch die Creeper-Farm. War, glaube ich, das erste automatische Ding, wo ich erkannt habe, yo, automatisierte Farmen machen Minecraft-Spielen so viel leichter und es lohnt sich, da so viel Zeit rein zu investieren, weil, ja, keine Ahnung, farmt mal so viel Gunpowder. Das ist halt... Es ist halt krank. Es ist unfassbar krank, Bruder. Das ist einfach über dem Meer gebaut, relativ weit weg vom Zuhause, weil ja, war einfach ein schöner Ort hier. Und funktioniert auch immer noch einwandfrei. Die Creeper fallen hier runter, sterben hier und alles wird dann von ganz normalen Minecarts easy aufgesammelt. So, von der Creeper Farm weg können wir direkt mal zum nächsten und wahrscheinlich, ja, dem größten automatischen Bauprojekt gehen. Denn wenn wir hier durch dieses Portal gehen, seht ihr auch schon, dort ist ein Chunkloader. Kommen wir nämlich zum Sand-Duper sowie zum Endportal. Der fleißige Sand- und Kies-Duper mit Chunkloader im Hintergrund und dem Endportal jetzt frisch erst neu gebaut, um im Prinzip den Amber Palace wirklich verwirklichen zu können. Und auch hier im End spawnt man direkt bei mehreren 100 Doppelkisten an Stuff, die komplett voll sind. Ich muss irgendwann mal dieses System oder das Lager an sich erweitern. Puh, es ist einfach voll.
Es ist wirklich voll. So, und wenn wir jetzt hier mal über die Brücke wandern, ohne krass nach rechts zu gucken, dann seht ihr auch dort eine Veränderung. Denn damals stand dort eine Wither-Rosenfarm. Die habe ich abgerissen, weil die nie wirklich richtig funktioniert hat und absolut unnütz momentan ist, weil ich halt keine Wither-Rosen groß brauche. Und wenn ich sie brauche, dann spawnen wir da Chickens und töten die mit Withern. Also das ist jetzt nicht das große Problem. Aber wenn wir einmal hierher kommen... Ja, das ist, glaube ich, das größte, das mit Abstand größte automatisierte Projekt, was wir bisher hier gebaut haben. Vom Ertrag nicht das heftigste, aber von der Größe her ist es wirklich sehr, sehr krank. Und tatsächlich habe ich hier auch schon AFK-Tests gemacht. Bisher hat bei mir zumindest die gesamte Baumfarm ordentlich funktioniert. Ihr könnt das ja gerne im World-Download testen, aber bei mir hat das alles super funktioniert. Ich habe tatsächlich auch keinen 8-Stunden-Test gemacht, das muss ich noch machen, aber sonst lief das Ganze super. Das sind 4 in sich gebündelte Baumfarmen. Ich weiß, keiner von euch sieht durch, aber um das Ganze grob zu erklären, hier drum sind, ja, wie ihr seht, sind hier drum Knochenmehlfarmen. Diese Knochenmehlfarmen produzieren Knochenmehl. Dieses Knochenmehl wird über die Pipeline dort unten, die ihr gerade gesehen habt, über die wird das dann transportiert bis nach hier hinten, geht dann hier in einen Fahrstuhl nach oben und hier wird es über ein Redstone-System, ich weiß, was ist denn da los? Über ein kaputtes Redstone-System. Ah ja, moin, Digga. Warte, wir machen das hier mal weg. So, jetzt, okay, dann geht das wieder. Ich schätze mal, da wurden die Chunks einfach ungünstig entladen oder so. So, und dann geht auch dieser Dropper wieder. Ja, keine Ahnung, was hier los war. Aber eigentlich funktioniert das immer. Also ich hatte noch nie große Probleme damit. Das wird über ein Redstone-System 50-50 aufgeteilt. Das ist wirklich 50-50, dass die einen Knochenmehl-Dinger da landen und die anderen dort. Hier wird es dann über Verteilungsstation auch nochmal 50-50 aufgeteilt und geht dann zu dieser Baumfarm dort und hier geht es weiter. Hier wird es nochmal 50-50 aufgeteilt. So, wie kommt hier das Knochenmehl rein, was halt von diesem Dropper dort 50-50 aufgeteilt wird. Ziemlich kompliziert, sieht auch wie gesagt kompliziert aus, aber im Prinzip ist es alles nur dafür, dass all unsere Farmen hier mit Knochenmehl versorgt sind. Dann haben wir hier unten eine Fungusfarm, die im Prinzip dafür sorgt, wenn man die anschaltet, dass das Fungus direkt abtransportiert wird über diesen Fahrstuhl. Dieser Fahrstuhl bringt das Fungus dann nach oben, bis nach hier hinten in ein Lagersystem. Nicht so gut gebaut tatsächlich, das muss ich auch noch irgendwann ändern. Und dann wird das Fungus hier eingelagert. Hier kannst du dann dich in die AFK-Farm stellen, in die halbautomatisierte. Und das Fungus wird dir immer zugedroppt. Dass du es setzt, zugedroppt, du, ja, bla bla bla. Ebenfalls sind hier 2 halbautomatische Farmen, weil die kennt ihr ja mittlerweile. Die kannst du auch einfach anschalten, ganz chillig. Und dann läuft das durch. Dann stellst du dich an eine halbautomatische Farm AFK und über diese Pipelines, die hier unten überall sind. Also das wäre jetzt zum Beispiel diese Pipeline hier, die Pipeline, die da hochführt, die Pipeline, die da lang führt. Darüber wird das Holz abtransportiert. Bedeutet, es geht hier hoch, wird gedroppt, geht dann in die Pipeline und in der Pipeline geht es einmal bis nach ganz oben. Und hier oben wird es dann eingelagert ins wunderschöne Lagersystem. Um das Ganze nochmal aus anderer Perspektive zu zeigen, ihr seht, Bruder, dieses Projekt ist wirklich next level. Also no joke, es ist einfach next level. Anders kann man das nicht sagen. Das ist wirklich, wirklich heftig. Dass es mal so eine Dinge annimmt, hätte ich nie gedacht. Hier auch, by the way, die 6 Eisenfarmen. 6 unfassbar produktive Eisenfarmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Drops hier in der Stunde zusammenkommen, aber auf jeden Fall jede Menge. Bei jedem Tick, wo Eisengolems spawnen, spawnen in jeder dieser Eisenfarmen 3 Eisengolems. Die werden verbrannt, es wird gedroppt und auch direkt eingelagert. Ey, Bruder, auch von dieser Perspektive. Mein End sieht einfach anders aus, versteht ihr? Ich glaube, es gibt keinen, der ein End hat, das so aussieht. Ja, aber um hier einmal zum Designtisch schon zu kommen, denn hier kann man einmal reingehen zum Lagersystem oder zum Lager an sich. Wir haben ja auch noch ein bisschen Rüstung, falls man stirbt oder so, auch Kuchen, falls man Hunger hat, lul. Und dann kann man hier runter in die erste Etage des Lagersystems und zwar das Eisenlager. Hier haben wir, wie gesagt, 50 Doppelkisten Eisenblöcke und ja, das Eisenlager an sich, was schon wieder, Digga, das ist schon wieder so voll geworden, das ist unfassbar. Ich habe das letztens erst umgecraftet. Und auch hier haben wir rote Rosen ohne Ende. Und wenn wir dann einmal runter gucken, seht ihr, ich habe damals eigentlich erstmal nur diesen Bau gehabt. Also nur dieses Lagersystem, was wir hier haben. Und habe dann das untere Lager erweitert. Also das ist unten eine Erweiterung, wie als würde man ein altes Haus modernisieren oder so. So, dann kann man hier runtergehen. Und dann sind wir schon beim Lagersystem Nummer 1, im Holzlager Nummer 1. Und auch das, ja, habe ich durch AFK-Tests schon gut austesten können. Und hier kann man, by the way, auch nochmal Knochenmehl einlagern. Wir haben
wir haben hier überall Schalkerkisten drin mit Knochen. Aber ja, das funktioniert hier unten auch. Und wenn man dann hier hochgeht in die... Ja, das war jetzt im Prinzip die dritte Etage. Das ist hier die zweite und da oben ist die erste. Haben wir hier auch jede Menge Speicherraum für Stöcker, für verschiedene Saplings. Ne? Da sieht man auch, dass ich es schon getestet habe, fleißig. Und auch für Äpfel. Ne? Äpfel können unfassbar OP sein. Und ich glaube hier... Ja, hier sind sogar zwei Doppelkisten noch voll mit Eichenholz. Aber das Lager wird, glaube ich, in Zukunft, also in nächster Zeit, vor allem in nächster Zeit, noch um einiges, also wirklich um einiges voller. Ein unheimlich fettes Projekt. Über 3, 4, 5 Monate, glaube ich, saßen wir da dran. Aber das war nicht das Einzige. Ja, ah, fuck. Digga, wir kommen einfach bei der Creeper-Farm raus, na toll. So, wenn wir dann von hier aus gesehen, von dem Endportal, Nether-Portal, lol. Wenn wir von da aus mal nach da fliegen, seht ihr dort hinten das nächste Portal. Und das ist auch ein weiteres sehr entscheidendes Portal für das gesamte Let's Play, wo ich mich auch mal wieder AFK stellen muss, Bruder. Ich muss mich an so vielen Places to be momentan AFK stellen, ist krank. Denn hier sind wir, ihr seht es, bei der Wade-Farm. Die Wade-Farm, die momentan leer ist, da ich schon sehr, sehr viel umgecraftet habe, ja. Ein bisschen Smaragdblöcke. Hier haben wir verschiedensten Stuff drinne. Auch unseren Onkel Alec, mein Hauptmoderator oder mein erster Moderator im Twitch-Chat, der hier steht, so wieder hinter eine Karte, wo man einmal das gesamte Gebilde, wo wir gerade stehen, von oben sieht. Sehr, sehr, sehr cool. Hier kann man beispielsweise Armbrüste droppen. Und die werden dann einsortiert in Öfen. Die Öfen nehmen das als Brennstoff und dann kann man ebenfalls beispielsweise ja Eisenäxte droppen, die hier. Und diese werden von automatischen Öfen direkt zu Gold-Nuggets, zu Eisen-Nuggets, zu Eisen-Nuggets gebrannt. Dann via einem Drop-System dort hinten hochgeführt und wird dann hier eingelagert. Lohnt sich halt maximal nicht. War damals eine Zeit Waste eher, weil nutzt man wenig und keine Ahnung, wie viel es hier jetzt zusammenkommt, 2 Stacks oder so. Das zu droppen hat für mich eigentlich nur den Sinn, also ausschließlich den Sinn, dass wirklich alles voll mit Totems oder mit halt Sätteln ist, die man eventuell noch gebrauchen könnte. Versteht ihr, dass man das Lager im Prinzip wieder ein bisschen leerer macht? Aber sonst hat das für mich keinen großen Sinn, das zu droppen, weil keine Ahnung, das bisschen Eisen, darauf kann ich tatsächlich sogar verzichten. Ja, aber wenn wir jetzt hier einmal rausgehen aus dieser Tür, zack, zack, dann kann man sich hier einmal schlafen legen, weil es ist auch gerade Nacht, das passt gut. Und dann seht ihr direkt die gesamte Konstruktion. Es gab bei der Wade Farm damals ein bisschen Probleme, ein paar Bugs, die zum Beispiel, oder eines war zum Beispiel, dass Plagegeister dich immer wieder umgebracht haben, weil die Biester hier durchgekommen sind. Natürlich gibt es sowas bei Herrn Velation nicht und, oh, Alter, kann ich mal bitte da, hallo? Ah, fick dich doch! Danke. Tatsächlich gibt es bei Herrn Velation sowas nicht, denn bei mir müssen Farmen perfekt laufen, sodass ich da 8 Stunden AFK stehen kann, das wisst ihr. Und das Ding ist, ich habe dann damals eine Glock konstruiert, die es ermöglicht, dass, wenn du hier stehst, keine Plagegeister durchkommen können. Es ist unmöglich, dass hier Plagegeister durchkommen. Das funktioniert nicht. Diese Farm kannst du 9, 10, 15 Stunden benutzen, ohne dass da irgendwas rumbuggt oder sonstiges. Das ist eine bugfreie Wade-Farm in der 1.16. So, und ihr habt es auch gerade schon teils gesehen. Wir haben nach dem Hauptlagersystem hier noch ein zweites gebaut. Denn das zweite, Digga, das zweite, das musste einfach sein. Denn das erste ist komplett überfüllt, schon nach den ersten 3, 4, 5 Stunden, wo wir AFK standen. Und dann habe ich einfach noch ein zweites hier hingeklatscht, wo es nochmal genau die gleiche Funktion wie beim ersten gibt. Also wirklich exakt genau das gleiche. Und auch hier habe ich ein bisschen designtechnisch halt was gemacht, ne? So wie immer, Digga, meine Lagersysteme sind ja eh immer relativ hübsch, würde ich mal so egozentrisch behaupten. Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Farm. Denn die Wade Farm war noch lange nicht das Endprodukt. Wenn wir von der Wade Farm aus dann einmal nach da fliegen und... Ah, nee, sogar nach da, hier. Guck mal, von der Wade Farm aus hierhin haben wir hier das nächste Nether-Portal. Das führt zu einem der Farmen, wo ich... Also, die nicht am meisten Ertrag bringt, wo ich aber am meisten AFK stand, weil sie den geilsten Ertrag bringt. Denn das ist die Hexenfarm. Auch mit einem echt geilen Design, Bruder. Was habe ich denn immer gemacht, Alter? Ist ja übernice. Ich stehe hier immer sehr, sehr viel AFK. Ich glaube, über 100 Stunden stand ich bestimmt hier schon AFK, wenn nicht sogar mehr. Hunderte Stunden, würde ich fast sagen. Und ja, das halt wegen dem Redstone. Ich brauche ja für das Lagersystem im MMPLS mehr als 4 Redstone. Und das Redstone zu erfarmen ist nahezu unmöglich. Und diese Farm, diese Hexenfarm, ist einer der wenigen Farmen, die dir halt ermöglichen, Redstone automatisiert zu farmen. Und auch hier ist alles voll, plus minus voll mit Stuff. Und dadurch, dass alles so voll ist mit Stuff und ich kein Mensch bin, der so einen Stuff wie das hier, Digga, so viel Gunpowder, so viel Glowstone, das, ich bin kein Mensch, der sowas despawnen lässt. Also habe ich hier hinter der Wand ein externes Lagersystem noch gebaut. Wenn wir durch
durch die Wand durchgehen und dann einmal hier rechts gucken, seht ihr, hier sind auch ein paar Kisten, die jetzt immer voller und voller mit verschiedenstem Stuff werden, weil halt unser Hauptlager überfüllt ist. Es ist einfach no joke komplett überfüllt. Einmal von hier oben betrachtet seht ihr, wir mussten damals auch ein kleines Stück drumherum im Prinzip ja Spawn Project, damit wirklich nur Hexen hier unten in dem Hauptding spawnen und nichts anderes. Aber viel mehr ist hier tatsächlich nicht passiert. Das ist für den Stuff, den es gibt, ist es eine relativ, ja, plus minus einfache Farm, würde ich ganz ehrlich zugeben. Digga, da hinten brennt einfach der Wald. Hä, warum brennt hier der Wald, Digga? Hier ist nicht mal eine Lavaquelle, hä? Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall ist das die wunderschöne Hexenfarm. Man muss sich dann immer hier oben AFK stellen. Genau hier, das ist alles protected, dass sich keine Fliegeviecher angreifen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Und dann kann man hier runtergehen und wieder zur Hauptfarm oder zum Hauptlagersystem, um einmal im Netherportal zu verschwinden. Aber neben den verschiedensten Lagersystemen, die wir gebaut haben, egal ob die schön waren oder nicht, neben den verschiedensten Bauprojekten, die wir hatten, gab es lediglich ein Bauprojekt. Bisher muss ganz dick betont werden. Ein Bauprojekt bisher, ein pures Bauprojekt, ohne Farm, ohne sonstiges, was ich komplett beendet habe, wo ich immer dran geblieben bin und was komplett finished ist, was ich wirklich absegnen kann, dass ich damit auch zufrieden bin. Und manche werden es vielleicht erkennen, manche nicht. Das Weihnachtskugel-Schneekugel-Projekt, wie man es auch immer nennen will. Ein 35-Minuten-Film, den ich da released habe, um diesen Projekt oder dieses Projekt zu zeigen, was wir innerhalb einer Folge umgesetzt haben. Und ihr seht es, hier spawnt man und es sieht wirklich schön aus, Bruder. Wir haben damals nämlich als Projekt, oder ich habe gesagt, yo, Weihnachtsspecial klingt ganz geil, baue ich. Und dann haben wir als Weihnachtsspecial eine Schneekugel gebaut, aber nicht eine normale Schneekugel, wie jeder das machen würde, sondern eine unfassbar große Schneekugel mit fliegenden Eiszapfen drumherum, auf Fantasy angelehnt. Die Bäume, by the way, von mir selbst entworfen und gebaut, finde ich sehr schön. Zu dieser Schneekugel gibt es eine Geschichte, denn wir stehen gerade auf einer Aussichtsplattform dafür. Klingt ein bisschen lost, aber ich habe einfach damals Aussichtsplattformen gebaut. Einmal dort und einmal die, in der wir gerade waren. Die mir, by the way, immer noch sehr, sehr gut gefallen. Also sehr schön einfach. Die sind mir sehr, sehr gut gelungen. Damit man im Prinzip, weil für mich ist die Schneekugel nicht so ein Bauprojekt, wo ich jetzt wie zum Beispiel jetzt, wo ich dann hinlaufe und sage, yo, guck mal, sondern für mich ist die Schneekugel so ein Projekt mäßig, yo, man geht da hin und guckt sich das nur von da oben an, wisst ihr? So wie so eine Ausstellung mäßig. Wie so ein Zoo oder ein Park, den man aber nur von außen betrachten darf, weil man halt nicht reingehen darf, so. Und das war dieses Projekt für mich. Wir können mal reingehen. Denn wirkt, das ist wirklich, Digga, das ist komplett ausdetailliert. Das einzige pure Bauprojekt, was komplett ausdetailliert ist und komplett fertig. So, wenn wir hier hochgehen, kommen wir in einem Haus raus. Und ich weiß, ich habe mir vor über einem halben Jahr zu Weihnachten auch eine, ja, 11.12.2020 Weihnachten-Notizen, Digga. Farming Area weiterführen, sind wir noch dabei. Twitch-Streams beginnen und ausprobieren. Ja, ich bin halt kein Mensch, der sich nur Dinge aufschreibt, sondern ein Mensch, der macht, würde ich sagen. Ah ja, in den Twitch-Streams sind wir jetzt aktiv drin, Bruder. War damals eine gute Entscheidung. Das Let's Play weiterführen haben wir. Gute Motorrad-Season erlebt haben. Ja, würde ich sagen, die waren noch nicht richtig gut, aber das kann noch kommen. Es ist jetzt so August. Na, vielleicht wird es ja noch richtig geil. Das ist noch nicht ganz so dicker Check. Instagram, bessere Fotos, aktiver werden, Posts, habe ich. Modernes Hausprojekt im Netherbeginn habe ich noch nicht. YouTube eventuell 25.000. Digga, wir sind jetzt schon 28 einfach. Plus GoPro für den Helm, plus Vlogs ausprobieren. Yo! Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das seht, werde ich es entweder am Anfang schon erwähnt haben, aber es sind schon Motorvlogs online gekommen. Ich habe die GoPro nicht nur ausprobiert. Es ist schon ein Motorvlog online momentan, den wir hochgeladen haben. Ein Projekt, was ich seit 3 Jahren verfolgt habe, was ich jetzt endlich, ja, fertig machen konnte. Geil, das ist ja so satisfying gewesen gerade. Ja, aber um das hier einmal zu zeigen, wir haben ja einmal die Schneekugel von innen mit einem Geschenk, mit einem süßen Schneemann, der das Geschenk hält. By the way, auch alles spawnproof. Also hier können keine Mobs spawnen. Das geht nicht. Das ist alles ausgeleuchtet und spawnproof. Das ist immer, finde ich, die größte Herausforderung bei so einem Bauprojekten, dass du es hinbekommst, dass Mobs wirklich überhaupt nicht spawnen können. Und das geht in dieser Schneekugel nicht. Aber ja, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. War ein sehr, sehr geiles Projekt. Dann gehen wir mal von diesem Projekt oder von dem einzigen fertigen Bauprojekt, was wir jemals hatten, weg. Denn das sollte schon alles sein, was ihr sehen musstet. Ich kann euch auch mal einmal hier so einen Baum zeigen, Bruder. Mit dem bin ich echt zufrieden. Die sind mir echt richtig, richtig gut einfach gelungen. So, und wenn wir dann hier einmal auf die Ausguckstation fliegen, kann man auch schon sehen. Guck mal, warte.
Nee, irgendeiner von denen aktiviert eine Falltür. Genau der hier. Und da kann man hier rein und ist dann schon wieder bei einem Nether-Portal. Auch mit einer Enderkiste etc. pp. Ganz easy. Dann steht uns jetzt theoretisch noch ein Projekt offen und dafür müssen wir eine ganze Zeit lang fliegen. Noch eine Sache? Tja, da war der Vergangenheitsrelation sehr vergesslich. Wir befinden uns jetzt hier an einem komplett neuen Tag. Ich komme jetzt frisch aus dem Schnitt. Mir ist im Livestream noch aufgefallen, yo, da fehlt ja noch was. Das war nicht die letzte Sache, die ich euch gezeigt habe, denn wir haben ja zwischendrin einmal noch ein sehr geiles Bauprojekt begonnen, was ja immer noch in Arbeit ist, beziehungsweise was in Zukunft noch wesentlich erweitert wird. Denn wenn wir von hier aus, von der Goldfarm, einmal in die Richtung fliegen, wie sagt man, so 1 Uhr circa, dann werden wir hier ein Portal finden. Und das Portal ist das ganz entscheidende Ding in der ganzen Situation. Denn wenn wir hier reingehen, dann seht ihr, kommen wir bei Statuen raus. Denn hier kann man in meinem Twitch-Chat chillen und mit Kanalpunkten kann man am Ende so sagen, yo, Digga, ich habe jetzt so und so viele Kanalpunkte, ich will meine kleine, große oder mittlere Statue haben, genau. Und wir haben jetzt hier zweimal eine große Statue, einmal mein Skin und einmal der Skin von Spaßig, der das eingelöst hat. Mein Skin haben wir gebaut, weil ich bin's ich, den schon mal eingelöst hatte. Und ja, er hatte keinen Skin. Dann hat er einfach meinen genommen, Digga. 1A. Wir haben diesen Place to be dafür ausgesucht, denn hier werden in Zukunft auch weitere Statuen hinkommen. Also das war nicht, oder das werden nicht die einzigen gewesen sein, die wir jemals gebaut haben. Eigentlich ist es geplant, dass dieses gesamte Tal, was ihr hier seht, was sich hier erstreckt, sowie die Berge, die hier sind, also dieser Berg da und der, auf dem wir jetzt stehen, mit Statuen vollgebaut werden. Von klein bis groß bis mittel, alle. Okay, alle Statuen, die wir jemals im Twitch-Chat in den nächsten Jahren eingelöst bekommen werden, sollen hier hinkommen. Also es war erst nicht klar, ob es so geil aussehen wird, weil irgendwie kein Mensch aus meinem Chat oder selbst ich mir nicht so sicher waren. Aber im Nachhinein muss man halt einfach sagen, es ist sehr geil geworden und es ist, glaube ich, mit einer der coolsten Sachen, die es im Projekt gibt, weil ihr als Zuschauer euch halt dadurch verewigen könnt. Also wirklich mehr als verewigen. Guckt euch das an. Diese Skins sind einfach Bombe. Ich würde mit euch ganz gerne mal hier noch reingehen. Ah ja, moin, Creeper, Digga. Nee. Er hat nichts Wichtiges kaputt gemacht, juckt uns nicht. Aber guckt euch mal das Ding hier von innen an. Also von innen ist das halt einfach wirklich bombastisch, kann man das so nennen? Mehr als bombastisch, riesig. Es ist wirklich groß, von außen sieht das gar nicht so groß aus. Das ist uns damals auch schon aufgefallen, ich weiß nicht, warum das so ist. Aber von außen sehen die Statuen irgendwie kleiner aus, als sie sind. Und jetzt weiter mit dem... Oh, ein Hundi. Und jetzt weiter mit dem Vergangenheitsrelation. Denn die Koordinaten befinden sich bei 1105... 3000 einfach. Heißt, wir müssen jetzt 3000 Blöcke einmal straight up in die Richtung, ohne dass sich die andere Zahl groß verändert. Ich mach mich mal auf den Weg, Digga. Wir sehen uns in 3000 Blöcken wieder. Ja, guck mal, was da ist. Denn hier weit entfernt bei den Koordinaten 1105, 2930 finden wir eine Plattform, durch die man durch das Bedrock einfach runtergehen kann. Und hier ist was, ja, auch was Unfassbares eigentlich. Eine sehr, sehr, sehr kranke Farm. Und zwar die Wither-Skelett Schädelfarm oder die Wither-Skelettenfarm an sich. Ich habe damals alles hier spawnproof gemacht. Komplett einfach. Alles überzogen per Hand mit diesen Half-Steps, damit hier wirklich nichts spawnen kann, außer die Mobs, die ich will. Und das wären die Wither-Skeletten. Und das hat sich auch definitiv, also es hat sich auf jeden Fall zu 100% mehr als gelohnt. Denn Bruder, nicht nur, dass die Farm mega viele XP gibt, gibt sie dir auch unfassbar viel an verschiedensten Stuff. Von Wither-Skelettschädeln zu Kohle zu allem eigentlich, zu Knochen. Digga, du hast hier wirklich alles. Leider ist das Problem, dass ich hier keinen Beacon stehen habe, sonst könnte ich mich auch auf K-Hittens hier hinstellen. Das funktioniert leider momentan noch nicht. Aber so oder so ist die Farm einfach auch unfassbar krank und ein echt sehr, sehr heftiges Bauprojekt. Es ist einfach krank und ich werde gerade selber ein bisschen aufgeregt in mir drinne. Ich weiß gar nicht, wo wir das beim letzten Mal gemacht haben. Wollen wir uns zum Amapolis stellen? Wir gehen mal jetzt von hier aus, auch wenn ich jetzt nur zum kurzen Zeigen hierher geflogen bin, das ist halt so. Gehen wir jetzt mal von hier aus nochmal zum Amapolis, stellen uns dahin und dann, Chat, habe ich ganz viele wichtige Dinge mit euch zu klären, zu bereden, zu zeigen. Oh, das wird so krank, Digga. Ich habe das letzte Mal vor einem halben Jahr in die Statistiken geguckt. Oder mehr als einem halben Jahr. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge, wo ich die Statistiken geleakt habe, her ist. Aber ich sag's auch immer in den Streams, ich will selber nur alle 50 Folgen in die Statistiken gucken, um mich selbst da so ein bisschen überraschen zu können, versteht ihr? Um selbst da so ein bisschen
Ja, dieses Feeling, genau das, was ich jetzt habe, auch zu spüren. Es wird immer gefragt, yo, wie viele Real-Life-Tage hast du auf dieser Welt verbracht? Und dieser Frage werden wir jetzt gleich auf den Grund gehen. Und ich bin so aufgeregt, weil sowas so unfassbar interessant und spannend ist. Ich möchte nochmal kurz erwähnen, ihr werdet in kommenden Folgen ein unfassbar heftiges Bauprojekt sehen, was ich schon zu diesem Zeitpunkt, wo die Aufnahme entsteht, beendet habe. Bedeutet, die Statistiken werden vielleicht teils ein bisschen scuffed sein für manche, also wenn man das überhaupt sieht, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube nicht. Wundert euch nicht, ihr werdet in den nächsten 2-3 Folgen sehen, warum das dann so aussieht, wie es aussieht. Achso, ich gehe by the way gerade nochmal schlafen, deswegen bin ich jetzt aus dem Portal gegangen, lol. So, jetzt bei Tag geht das nämlich alles wesentlich besser. Wir sind bei Tag 9575. So viel Zeit haben wir mittlerweile in dieser Welt verbracht. Unfassbar viel geschafft, wie ihr in den letzten Minuten, wahrscheinlich sogar mehr als Minuten, gesehen habt. Wir haben so viel erlebt, so viele schöne, unfassbar geile Momente im Livestream hier erlebt. In Videos genau das gleiche, Bruder. Es ist so viel passiert im gesamten Projekt bisher und es wird in Zukunft noch geilere Scheiße passieren. Ich komme in der letzten Zeit erst richtig rein in das Projekt und ich kann euch sagen, in einem Jahr, Bruder, glaube ich, also spätestens, wenn ich euch mein nächstes Bauprojekt verkündet habe, was ich momentan im Kopf habe, Digga, dann wird das Projekt in die Geschichte von Minecraft eingehen. Ich glaube daran. Ich glaube, no joke, daran. Irgendwann sehen wir uns auf Minecraft.net wieder, die widerspiegeln, was ein Minecraft-YouTuber, Streamer, wie auch immer, allein in seiner Welt vollbracht hat. Ich wurde sonst wie oft gefragt, yo, Valation, wie viel Spielzeit, also deine Real-Life-Zeit, hast du da drin verbracht? In den Statistiken, oder die sogenannten Statistiken, die wir hier finden, sieht man alles. Man sieht, wie viele Mobs ich gekillt habe, wie oft ich gestorben bin, wie lange ich nicht mehr gestorben bin, wie viel XP ich eingesammelt habe, wie viel Schaden ich bekommen habe, wie viele Truhen wir gesetzt haben, wie viele Blöcke an sich. Man sieht alles, wirklich alles. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein in die Statistiken, Digga. Wie viel Spielzeit wir haben, das ist für mich so aufregend. Ich freue mich da selber seit einem halben Jahr oder so drauf und werde immer wieder drauf angesprochen. Statistiken. Okay, wo stehen die Sachen, die uns interessieren? Also erstmal Bett benutzt 2207 Mal. Gegenstände fallen gelassen 73.180. Kreaturen erlegt 5.714. 5.744.650. 5 Millionen Kreaturen habe ich mit dem Schwert getötet. Glocke geläutet 7. Kessel gefüllt einmal, Digga. 5 Millionen Kreaturen erlegt, einmal ein Kessel gefüllt, Digga. Perfekt. Geschlichene Zeit 7,2 Tage. Real-Life-Tage. Ich will es erwähnen, das sind Real-Life-Tage, Chat. Wir reden über Real-Life-Zeit. Mit Dorfbewohnern gehandelt 215.000 Mal. 215.000 Mal, Digga. Ey, wir sind doch alle nur gespannt auf eine Sache, oder? Seid ehrlich, ich bin selber nur gespannt darauf, wie viel Zeit habe ich jetzt auf der Welt verbracht. Schaden erlitten? Da bin ich ja überall raus. Schaden zugefügt? Was ist das denn bitte? Alter, Schalkerkisten geöffnet. Was? Wir haben 141.242 Mal Schalkerkisten geöffnet. Wir haben 141.242 Schalkerkisten geöffnet. Ach Bruder, ich muss los, ich bin verrückt. Ich bin süchtig. Oh, hier ist es, glaube ich. Spiel verlassen 2000 Mal fast. 2000 Mal haben wir die Welt gejoint. 2000 Mal haben wir das Spiel wieder geliefert. Und ich glaube, darunter steht's, oder? Wir haben 121 Tage an Spieldauer auf dieser Welt verbracht. 121 Tage, Digga. Das ist fast ein halbes Jahr. Ist noch nicht so viel, dass man sich schämen muss. 121 Tage Real-Life-Zeit geht eigentlich fit. So, Sprünge. Digga, wir haben 978.000 Sprünge. Wir sind kurz vor 1 Million Sprünge auf der Welt. 1 Million Mal gesprungen einfach. Gibt sonst noch irgendwas Spannendes? Truhen geöffnet, 114.000 Mal. Wir haben einfach öfter Schalkerkisten geöffnet als Kisten. Zeit seit letztem Tod. Über 19 Tage sind wir nicht mehr gestorben. So und nicht anders, das wird auch so bleiben, Alter. Der ist so spannend. So, dann gucken wir mal, wir sind jetzt auf allgemein, wir gucken mal bei Gegenstände. Aufgesammelt haben wir am meisten schwarzen Trockenbeton. Hier, das ist am spannendsten abgebaut. Pff, Digga. Ich habe 1,7 Millionen Stein abgebaut. Nur Stein. 500.000 Sandstein, 135.000 Sand, 100.000 Erde. Benutzt? Bruder, was ist denn das?
Wir haben 4 Millionen Mal die Diamantspitzhacke benutzt, 700.000 Mal die Netherite-Spitzhacke und 300.000 Mal die Diamantspitzhacke. Hergestellt haben wir 204 Mal Diamantspitzhacken. Hergestellt weißes Glas, 136.000 und benutzt 139.000, hä? Ah, habe ich dann habe ich wahrscheinlich immer mal wieder was abgebaut und neu geplaced, ne? Ja, das könnte sein. Fallen gelassen. Ja, pff, was ist das denn? Wir haben 1.246.000 Eisenohr fallen gelassen. Bruder, die Analytics sind zu krank. Gehen wir mal hier rauf. Ja, du hast... Was? Ich habe 32.221 Magier getötet. 300 Ghast fast. Ja, das geht auch gut fit, Alter. Digga, 162.066 Plünderer. Ja, moin, Digga. 138.000 Diener getötet. 46.000 Hexen. Ja, zombifizierter Piglin, 51.000 zombifizierte Piglin. Weil das ist krank. 87 Wither haben wir getötet bisher. Unfassbar. Unfassbar. Jetzt habe ich mich aus Versehen ausgelockt vor Schock schon. Dann kann ich sie ebenfalls verkünden. Ich habe es vorhin schon mal angerissen. Ihr findet jetzt unten im ersten Link der Beschreibung ein World Download für euch verfügbar. Wird in einer RAR-Datei, schätze ich mal, sein oder in einer ZIP-Datei, eins von beiden, ne, ist klar. Heißt, ihr müsst es mit Win reinpacken. Und dann könnt ihr alle diese Welt joinen, könnt euch das alle gerne selber nochmal angucken. Könnt gerne selber nochmal gucken, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, ich hoffe nicht. Ihr könnt selber die Welt auch weiterspielen, ihr könnt sie anspielen, ihr könnt machen mit der Welt, was ihr wollt. Sie steht jetzt unten zur Verfügung als Download, als geupdatete Version. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die World Tour gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr weiter bei dem Weg dieses unfassbar kranken Projekts sein wollt. Macht gerne die Glocke an, wenn ihr miterleben wollt, wie wir irgendwann mal auf Minecraft.net gepostet werden, weil dieses Projekt in die Geschichte von Minecraft eingehen wird. Das verspreche ich, Digga. No joke, das verspreche ich, weil das nächste Projekt, was ich nach dem Ember Pit ist geplant habe, das ist wirklich insane. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal in einem unfassbar weiteren krassen Video und ciao, meine Freunde.